Sanktionen oder Kryptospende? Wer profitiert vom aktuellen Kryptomarkt? Russland oder die Ukraine? Lieber Transparenz oder Anonymität? Aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine fällt es auch uns schwer, dem normalen Tagesgeschäft nachzugehen. Aber wie auch schon letzte Woche haben wir uns dafür entschieden, euch weiterhin mit Neuigkeiten und Updates zu versorgen. Denn noch nie haben Kryptowährungen eine so wichtige Rolle im Krieg gespielt. Zuerst müssen wir uns für letzte Woche entschuldigen, denn leider hat der YouTube-Algorithmus dafür gesorgt, dass ihr keine Benachrichtigung bekommen habt, dass ein neues Krypto-Wochen-Video online ist. Auch darum haben wir uns jetzt gekümmert und ihr könnt gerne nach diesem Video das Video von letzter Woche einfach nachschauen. Die Themen sind immer noch ziemlich aktuell. Und falls ihr noch kein Abonnent dieses Kanals seid, dann klickt jetzt natürlich auf Abonnieren. Außerdem klickt auch auf die Glocke, dann erhaltet ihr alle Benachrichtigungen, sobald ein neues Video von uns online geht. Aber jetzt zurück zu unserem aktuellen Video, denn wie der Titel auch schon verrät, wollen wir heute mal dem moralischen Dilemma auf den Grund gehen. Auf der einen Seite das Positive, dass Menschen in der Ukraine dank Blockchain-Technologie, dank Kryptowährungen die Möglichkeit bekommen, weiterhin Zahlungen zu transferieren, ihr Vermögen abzusichern oder sogar Spenden zu erhalten. Unter diesem Aspekt blenden wir auch hier mal die aktuelle Wallet-Adresse der ukrainischen Regierung ein, sowohl Bitcoin als auch Ethereum. Über das Thema Kryptospenden unterhalte ich mich später auch noch mit unserer Expertin Katja genauer. Jetzt haben wir die positiven Seiten erläutert. Kommen wir zur negativen Seite, das ist in unserem Fall der Kriegstreiber Russland. Der kann dank oder mit Hilfe von Kryptowährungen möglicherweise Sanktionen umgehen. Auch da haben wir im letzten Video ziemlich ausführlich erläutert, was eben passiert, wenn Russland nach dem SWIFT-Ausschluss auf Kryptowährungen umsteigt. Der von mir befürchtete Image-Schaden, dass Medien eben Bitcoin und Co. vorwerfen, dass sie attraktiv für Geldwäsche, illegale Käufe im Darknet oder jetzt eben auch für die bösen Nationen, wie in unserem Fall Russland, sein könnten, da sie so dank der Kryptowährung weiterhin am Zahlungsverkehr teilnehmen und so auch Kriegsfinanzierung betreiben, fand letzte Woche bereits statt. Immer mehr Medien berichteten davon. Was aber eben auch thematisiert wurde, und das ist neu, ist ein sogenannter Regulierungsschock, der von den Seiten der USA ausgehen könnte. Der große Nachteil beim SWIFT-Ausschluss ist, dass hier Menschen betroffen werden, die eigentlich unschuldig sind, also gar nicht von diesen Sanktionen betroffen werden sollten. Bei dem SWIFT-Ausschluss werden ja ganze Banken vom internationalen Zahlungsverkehr abgegrenzt. Also es sind keine Transaktionen mehr möglich. Das bedeutet aber auch, dass zum Beispiel deutsche Unternehmen, die noch Forderungen nach Russland offen haben, jetzt dieses Geld nicht mehr erhalten. Oder auch deutsche Einwohner, die zum Beispiel Verwandtschaft in Russland haben, können so kein Geld mehr hin und her transferieren. Also eine solche Sanktion trifft nicht immer die Richtigen, die es eigentlich treffen sollte. Russischer Staat, Oligarchen. Übrigens hat man hier auch nicht alle Institute vollständig vom SWIFT-System abgekapselt. Es gibt immer noch Bereiche, die von diesen Sanktionen nicht betroffen sind, wie zum Beispiel Erdöl oder Gas, da der Rest der Welt von diesen abhängig ist. Aber was passiert jetzt, wenn eben eine Regulierung im Kryptobereich folgt? Der Großteil hat hier natürlich erstmal Angst vor zu scharfen Regulierungen. Aber eignet sich vielleicht der Kryptobereich sogar besser für gezieltere Sanktionen in Russland? Der Vorteil der Blockchain-Technologie liegt ja in seiner Transparenz. Bedeutet, jede Transaktion ist einsehbar. Und die USA zum Beispiel sind da sehr aktiv und auch schon fortschrittlich, was sogenannte Verfolgungssoftware angeht. Ganze Wallets können hier auf eine Blacklist gesetzt werden. Und momentan ist es auch schon sehr offensichtlich, welche Wallets russischen Oligarchen zuzuordnen sind. In den letzten Tagen gab es extreme Ausschläge bei 9 Wallets mit einem extrem hohen Volumen. Zum Beispiel 50 Millionen Dollar in Bitcoin. Wenn das Geld hier wieder zurück in den klassischen Finanzsektor fließt, wäre es auf jeden Fall möglich, die Besitzer dieser Wallets ausfindig zu machen. Folgendes ist auch schon letzte Woche passiert. Und zwar hat der ukrainische Vizepremierminister die Kryptobörsen dazu aufgefordert, dass sie die Adressen russischer Nutzer sperren sollten. Die Kryptobörsen antworteten relativ schnell. So hat zum Beispiel Binance, die weltweit größte Kryptobörse, getwittert, dass sie das vehement ablehnen, einen Zugang zu Kryptowährungen den Menschen zu untersagen, dem Gedanken von Kryptowährungen widerspricht. Die Kryptobörse Kraken gab ebenfalls bekannt,
dass sie nicht bereit sind, die Konten ihrer russischen Benutzer zu sperren, solange es keine gesetzliche Verpflichtung dazu gibt. Und eben auch die US-Börse Coinbase verkündete, dass sie kein pauschales Verbot für Kryptowährungen einführen werden. Hier gab es aber ein sehr zeitnahes Update von Coinbase, und zwar am 7.3., sprich gestern, meldete sich der CEO von Coinbase, Brian Armstrong, und er verkündete, dass Coinbase jetzt 25.000 russische Wallet-Adressen gesperrt hat. In einem offiziellen Blogpost verkündeten sie, dass sie diese 25.000 russischen Adressen gesperrt haben, da sie hier den Zusammenhang mit unerlaubten Tätigkeiten festgestellt haben. Ebenfalls verkündeten sie, dass sie, sobald sie diese Adressen identifiziert hatten, diese jetzt an die Regierung weitergeben, um so eben die Sanktionen zu unterstützen. Was ich persönlich übrigens absolut richtig finde, ist, dass die meisten Kryptobörsen aktuell von einem pauschalen Verbot für russische Bürger absehen. Denn wenn man sich zum Beispiel mal den Verlauf des Rubels anschaut, muss man einfach der russischen Bevölkerung die Möglichkeit bieten, ihr Vermögen abzusichern. Um mal ein Abschlussfazit an dieses Thema zu hängen: Für mich präsentiert sich der Bitcoin als stabile Krisenwährung, da die Vorteile einfach überwiegen. Krypto hilft nicht nur den Menschen in der Ukraine, da diese weiterhin Spenden erhalten können oder ihr Vermögen absichern, falls Russland irgendwann die ukrainischen Banken übernimmt und so auch das Vermögen einfriert, sondern eben auch, dass Sanktionen so viel gezielter durchgeführt werden können. Stichwort Transparenz. Wir haben aber noch zwei weitere Meldungen, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Und zwar, das eine ist, dass letzte Woche die neuen Inflationszahlen bekannt gegeben wurden, vor allen Dingen für den Euro-Bereich. Und da war es eigentlich keine große Überraschung, dass die Inflationszahlen höher als erwartet waren, und zwar 5,8% statt 5,6%. Die fleißigen Zuschauer dieses Kanals wissen wahrscheinlich schon, was die Gründe für die steigende Inflation sind. Lieferengpässe, fehlende Produktionskapazitäten, eine weltweite Pandemie, und was jetzt eben noch dazu kommt, ist, dass Russland ein wichtiger Energielieferant ist. Und durch die sogenannten Sanktionen des Westens können wir davon ausgehen, dass wir auf jeden Fall mit höheren Energiepreisen rechnen müssen. Infolgedessen, dass es also zu einer Abwertung des Euros kommt, flüchteten die Menschen wieder in sichere Assets. Wie mittlerweile jede Woche berichte ich jetzt schon davon, dass eben steigende Inflationen Ängste dafür sorgen, dass die Menschen ihr Geld zum Beispiel in sichere Assets stecken, also Gold. Aber auch das digitale Gold, also sprich Bitcoin, verzeichnete in den letzten Tagen einen Preisanstieg. So hat der Bitcoin-Kurs in der letzten Woche um ganze 15% zugelegt. Und zu guter Letzt noch eine Nachricht für alle Fußballfans da draußen: Der FC Barcelona will tatsächlich den Vorstoß in das Kryptospace wagen. Der Fußballriese gab bekannt, dass er mittels NFTs und einer eigenen Kryptowährung so gegen Scheich- und Oligarchenclubs finanziell bestehen möchte. Wie genau so ein eigener Barca-Coin zum Beispiel aussehen könnte, ist derzeit noch unklar. Möglich wäre auch hier so eine Art Fan-Token, wie das ja auch schon andere Vereine haben, wie PSG oder Milan. Trotzdem kam diese Innovation des FC Barcelona doch für einige sehr überraschend, da ja der Club hoch verschuldet ist. Sie mussten ja auch ihren Superstar Messi ziehen lassen. Und insgesamt belaufen sich die Verbindlichkeiten des FC Barcelona auf 1,35 Milliarden Euro. Ja, das war's schon wieder mit meinem kurzen Krypto-Wochen-Update. Jetzt folgen die Fragen an Katja. Mit ihr möchte ich auch zuallererst über die Krypto-Spenden sprechen, und am Ende kommen wir zum Coin der Woche, der diesmal ziemlich gut zum Thema Sanktionen und Anonymität passt. Also hallo Katja, was konntest du denn letzte Woche herausfinden? Wie viel wurde denn zum Beispiel mittlerweile schon gespendet? Hallo Ben, es ist echt der Wahnsinn, was gerade los ist. Die Welt hat Solidarität mit der Ukraine, und es wurden in einer Woche über 50 Millionen Dollar gespendet. Nicht nur in Form von Bitcoin, auch Ethereum, Polkadot und sogar Dogecoin. Und es wurden NFTs gespendet, die ja eigentlich belächelt werden und von vielen nicht ernst genommen. Einer hat zum Beispiel seinen Crypto-Punk gespendet, ein anonymer Donner oder Spender, sagen wir es mal so, 200.000 Dollar wert hatte der. Und von Julian Assange wurden um die 2 Millionen gespendet von seiner DAO, also Decentralized Autonomous Organization. Das sind ja auch Organisationen im Hintergrund,
die auf dezentraler Basis operieren. Und es ist auch interessant, dass die Ukraine viele Kryptobörsen jetzt aufgerufen hat, russischen Be Mitgliedern den Kryptohandel zu untersagen, beziehungsweise die Assets einzufrieren. Was interessant ist, einige große wie Kraken haben sich dagegen ausgesprochen. Was ich euch aber unbedingt mitgeben möchte, wenn ihr spenden wollt, wir haben ja auf Aktienlust.tv einen Spendenaufruf gestartet. Ben wird es nochmal einblenden. Und es gibt sehr viele schwarze Schafe jetzt, gerade wenn Krieg ist, ist Vorsicht geboten, denn ihr müsst unterscheiden, ist das jetzt ein seriöser Anbieter oder nicht. Und da gibt es auf Twitter Asset Research, die haben davor gewarnt und auch eine Liste gezeigt, wo man jetzt wirklich mit ruhigem Gewissen spenden kann und wo man nicht spenden sollte. Also erstmal unseriös sind die Seiten help-for-ukraine.eu, tokenukraine.com sind unseriös, ukrainesolidarity.org ist unseriös, ukraine-solidarity.com unseriös, saveukraine.today unseriös und auch supportukraine.today. Totale Fake-Seiten. Auf der anderen Seite, die Liste der seriösen Anbieter, die werden wir euch auch mal einblenden. Darunter sind Return Alive, Everybody Can, Humanitärer Fonds der Ukraine. Das findet ihr auch auf der offiziellen ukrainischen Seite vom Vizepräsidenten auf Twitter. Und auch Binance ist ein seriöser Anbieter. Aber ich sage euch, der Ben wird es einblenden, damit ihr nicht an einem Falschen geratet. Ja, Ben, es ist viel los und man ist irgendwie, es macht nicht mehr so viel Spaß, an der Börse mitzuspielen, weil gerade, ich denke mal, viele profitieren natürlich von Rüstungsindustrieaktien, die jetzt durch die Decke gehen, wo ich selber halte meine Finger davon und denke, das ist das Allerletzte, wo ich mein Geld unterbringen würde. Also moralisch ist No-Go, dann lieber doch ein Bitcoin. Ja, moralisches Dilemma. Ich habe das ja auch angesprochen in meinem Intro. Vielleicht schauen wir uns heute einfach mal trotzdem eine Aktie an. Du hast eben ja schon Coinbase angesprochen. Und was kannst du denn darüber sagen? Ich glaube, letzte Woche gab es da auch News. Ja, also zumindest der Chef hat ja gesagt, wie ich schon mitgeteilt habe, if the government decides to impose a ban, we will of course follow those laws. Und er zeigt Stärke, er sagt, er knickt nicht ein, wenn die Regierung sich anders entscheidet. Und was mich bei Coinbase so fasziniert, ist die Entwicklung. Es ist eine Kursexplosion ausgeblieben, trotz extrem positiver News, was die Zahlen im Quartal 4 betreffen. Nicht nur Coinbase Ventures, also das ist der Venture Fund von Coinbase, die in sehr vielen Startups investiert sind, hat ein Rekordjahr hinter sich. 2021 war jeder 2,5. Tag, wurde ein Deal abgeschlossen im Schnitt. Also von 150 Deals wurden in 2021 verzeichnet, wo Coinbase zugeschnappt hat und sich einen Teil von irgendwelchen Krypto-Projekten geschnappt hatten. Das zum Beispiel im Web3-Bereich sind sie engagiert, im NFT-Bereich oder im Layer-1-Bereich. Ihr kennt ja Solana, Ethereum, das sind Layer-1, also die großen Hauptstraßen, wo die Anwendungen drauf laufen sollen. Dann sind wir auch nicht nur im Infrastrukturbereich investiert, sondern auch im DeFi, Decentralized Finance, CeFi-Bereich und auch im Metaverse will Coinbase dabei sein. Und deswegen habe ich die Aktie nicht im Depot, aber auf der Watchliste. Ich finde sie aktuell noch gefährlich. Es sieht aus wie ein Sinkflug. Also innerhalb von 3 Monaten hat sie fast 40% eingebüßt. Ihr seht auch eine Überbewertung an den Aktienmärkten, wenn coole News nicht im Kurs widergespiegelt werden, sondern eigentlich das Gegenteil bewirken. Der Kurs geht in den Keller, die Gewinne gehen in die Höhe. Ja? Und zwar, nur mal, dass ihr euch ein Bild machen könnt: Nettogewinn 840 Millionen Dollar. Letztes Jahr, Quartal 4, im Vorjahr waren es nur 177 Millionen Nettogewinn. Jetzt auch zum Umsatz, 2,5 Milliarden Dollar Nettoumsatz Q4 2021, im Vorjahr waren es
in Anführungsstrichen nur rund 500 Millionen US-Dollar. Also die Börse hat profitiert von dem Krypto-Trend oder Hype besser gesagt. Auch wenn der Bitcoin aktuell auf der Stelle steht, wir sind heute ungefähr bei 35.000 Euro. Es sieht aus, dass der Bitcoin seitwärts verläuft, in gespannter Erwartung, wie der Konflikt weiter verfährt, ganz klar im Schatten vom richtigen Gold. Ja, physisches Gold hat aufgeholt, hat jetzt in 3 Monaten über 10% Zuwachs verzeichnet. In 5 Jahren hätte man mit Gold sogar über 65% plus gemacht. Na klar, Bitcoin dagegen waren es über 4.000%. Also ganz klar, ihr könnt jetzt nicht sagen, das ist kein digitales Gold, es ist ein spekulatives digitales Gold. Also ich würde immer mit Vorsicht rangehen. Und die Frage möchte ich jetzt beantworten, ist Coinbase der größte US-Krypto-Anbieter, um Bitcoin und Co. zu kaufen? Ist diese Aktie jetzt schon am Boden angekommen oder sollte man noch warten? Ich selbst würde, wenn, A, mit wenig Geld anfangen, um mich mal vorzufühlen, Stichwort Sparplan. Aber wer jetzt einen großen Batzen Geld in die Börse reinhängen will, sollte erst mal sehr vorsichtig sein. Gerade was den Krieg und das Umfeld betrifft, ist die Angst sehr groß. Die Volatilität kann euch sehr, sehr wehtun. Aber ab auf die Watchlist damit. Ich bin der Meinung, es kommen auch wieder bessere Zeiten, ruhigere Zeiten, wo ganz klar, wenn die Coinbase noch ein bisschen fällt, warum denn nicht? Dann ist sie ein bisschen für einen kleinen Geldbeutel auch attraktiver. Aktuell notiert sie um die, Ben, haben wir den Chart? Wir schauen mal. Um die 147 Euro, wenn ich mich nicht irre. Also es schwankt Ja. natürlich. Für mich wäre es ja ein Zeichen, bei 120 Euro würde ich, glaube ich, mir mal eine kleine Prise gönnen. Natürlich kann man Pech haben, wenn die jetzt nach oben dreht. Aber generell, es ist mehr als eine Kryptobörse. Es ist ein Venture-Capital-Unternehmen. Und es ist ein sehr charismatischer Chef an Bord und Gründer. Und das ist immer gut, wenn der Gründer selbst mit dabei ist, der seine Vision natürlich vordergründig lebt und der ein Mehrheitsanteilinhaber ist. Der Aktie Coinbase, natürlich will er, dass die Aktie langfristig auch gut verläuft. Ein Aktiensinkflug, ich habe euch gesagt, ist ein Zeichen, dass der Markt nicht mehr auf positive News reagiert. Gerade nur Coinbase ist das beste Beispiel. Eine legendäre Story, die leider nicht im Kurs sich widerspiegelt. Ja, vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass die Aktie einfach überbewertet war. Und wie du richtig gesagt hast, einfach mal auf die Watchlist packen, warten, wenn der Kurs noch weiter nach unten geht und vielleicht dann zuschlagen. Kommen wir jetzt wieder zu unserem Coin der Woche. Hier hast du uns mal was mitgebracht, was auf jeden Fall auch mit den Sanktionen in Russland zu tun hat. Ja, es ist interessant, dass sehr viele russische Bürger jetzt versuchen, in Kryptowährungen die Sanktionen zu umgehen. Genau. Verständlich. Was tust du, wenn jemand versucht, dir den Geldhahn zuzudrehen? Es gibt viele Menschen, die jetzt auch die Flucht in Bitcoin wagen, aber natürlich ist Bitcoin nicht so anonym, wie man glaubt. Und da gibt es den Coin der Woche Monero, der mehr als je gegoogelt wurde und auch ein dickes Plus verzeichnet. Also er war ja auch innerhalb von 5 Jahren hat er 100% geschafft. Das letzte Jahr war eher, naja, ein bisschen enttäuschend, ist wieder Bitcoin ähnlich gegangen, minus 16% Verlust. Aber natürlich ist es ein anonymer Coin, ein Privacy-Coin, einer der beliebtesten, die es gibt. Es gibt ja eine Menge Privacy-Coins, aber gerade seine Befürworter sind nicht nur John McAfee, den ihr sicherlich kennt und der auch gesagt hat, Monero ist einer seiner Top-Coins, weil er immer im Wahn war, dass die Regierung hinter ihm her ist und die Regierung spioniert andere aus. Er hat mal gesagt, Governments spy on other governments, they spy on their own citizens, the departments within each government spy on the other. We live in an age of suspicion. It's only a matter of time before neighbors spy on neighbors and children spy on their parents. Da kriegt man richtig Gänsehaut und ihr Ja, seht, es klingt schon neben. etwas paranoid. Ja, ich meine, ich bin jetzt kein Fan von McAfee, aber ich bin gespannt, ob es mal einen Film über ihn gibt. Jeder sollte sich mal
die Story anschauen, was dieser Mann gelebt hat. Da war ein Großmaul, ein Verschwörungstheoretiker, ein Unternehmer, waffennah und ein Playboy. Und ganz klar hat er polarisiert und Monero polarisiert auch. Warum? Weil man Angst hat, es könnte ein Ban ins Leben gerufen werden. Gerade jetzt Kanada, da gibt es sehr viele Unruhen in Toronto und Ontario. Und man hat jetzt den Canada Crypto Ban Emergencies Act, also den Emergencies Act, ins Leben gerufen. CFC heißt der, Canadian Freedom Convoy. Und das wurde jetzt in Ottawa beschlossen, dass Bitcoin, Cardano und sogar Monero betroffen sind. Man möchte die ja verbannen, das ist der okay. Ban. Und gerade ADA, also Cardano, habe ich euch vorgestellt, kommt aus Kanada, der Gründer. Und das ist natürlich ein schlechtes Signal, wenn man die eigenen Unternehmer auch in diesem Sinne bestraft. Man hat Angst, dass Unruhen finanziert werden mit Kryptowährungen. Und Monero ist so schwierig zu tracken, wer jetzt der Sponsor ist und der Empfänger mit Stealth-Adressen, so nennt man das, Ring-Signatures und Ring-Confidential-Transaction, Ring-Z, kurz, kann man anonym Bargeld quasi ersetzen. Ja? Brauchst kein Bargeld mehr, ist genauso anonym. Und das macht Monero in Zeiten von Unruhen und Krisen für viele Leute als Ausweg sehr wertvoll und sehr interessant. Unterm Strich, er ist nicht limitiert wie ein Bitcoin beispielsweise. Da hast du das Risiko, dass er dann auch nicht deflationär ist, sondern auch, ja, das Ding kann halt auch steil nach unten fallen. Das ist spekulativ. Ja. Wer Fan ist und 100% anonym zahlen muss, dem ist das dann egal und er wird versuchen, auf Monero auszuweichen. Und man sollte Monero nicht unterschätzen. Er ist auch unter einem Pseudonym Erfinder, genau wie Bitcoin, war es ja Satoshi Nakamoto, der Monero Erfinder ist Nicolas van Cyberhagen. Viele fragen sich natürlich, ist es die gleiche Person? Niemand weiß es und das macht Monero für mich so spannend. Kürzel XMR. Es ist nicht auf großen Kryptobörsen zu finden. Ich glaube auch, dass ich ihn auf Bitpanda mal gesehen hatte. Ich habe heute mal geschaut, da war er nicht mehr da. Also wenn ihr Monero Interesse habt, dann Binance, vielleicht eine Coinbase und eine Kraken. Auf jeden Fall haben die Großen diesen Monero im Angebot. Und natürlich auch eine DeFi-Börse. Stichwort Uniswap, da könnte man sich auch mal umschauen. Ja, ich glaube sogar bei FTX habe ich ihn auch schon gesehen. Ganz klar, FTX. Also ja, da gibt es ja wirklich FTX ist ziemlich auch viel. Eine der größten Börsen. Und was mir an FTX auch sehr gut gefällt, es waren die ersten, die so gespendet haben. Nicht nur FTX, also jetzt genau. Bitpanda hat nachgezogen. Auch Binance hat einen Haufen Geld gespendet. Und du siehst, die Krypto-Börsen sind nicht unbedingt die schlechtesten. Sie sind sehr menschlich. Und deswegen ist Kryptohandel unterm Strich eine gute Sache. Ja, so jetzt könnt ihr da draußen entscheiden, ist der Kryptomarkt Fluch oder Segen in der aktuellen Krisenzeit? Denn das war's schon wieder mit unserer Kryptowoche und ich sage vielen Dank an Katja und wir sehen uns wieder nächste Woche.